mich sehr. Ich kann hier einfach mal so rumschauen. Weiß jetzt gar nicht, wie viele sich angemeldet haben. Der Landrat kommt auch, der ist nicht angemeldet. Jedenfalls nicht im Anzug, fährt er heute nicht mehr. Falsche Anzugsordnung. Aber es ginge, er ist für alles immer einsatzbereit haben und das ist wertvoll. Und da müssen wir umgehen miteinander, dass es gut funktioniert. Und ich habe gerade auch von jemandem gehört, der hat gesagt, weißt du, auch Toleranz geht weg. Also wir sind gut und sicher unterwegs. Alles Gute für Sie und danke, dass Sie hier sind in Strausberg. Ja, Frau Stadler hat mir ja fast alles weggenommen. Eins hat sie mir nicht vorweggenommen. Radfahren ist nicht so meine Sportart, gebe ich ehrlich zu. Ich habe ja hier in dieser Sportarena den Hammerwurfring eingeweiht. Stadler hat sie schon angesprochen. Toleranz. Also die Anerkennung der Rechte des Einzelnen und die Balance dieser Rechte im Einbringen übereinstimmen mit einer Gemeinschaft. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und dieser Zusammenhalt geht in Deutschland immer mehr verloren. Wir erleben ja jetzt, dass gerade in der Bundespolitik viele sehr erschüttert sind, dass Dinge, die wir sehr oft erleben, die Rettungskräfte, die Polizisten in den ganz normalen Einsätzen, meine Mitarbeiter des Jugendamtes, ihr als Ordnungsbehörde, die wir hier vor Ort auch für Demokratie stehen, wir erleben diese Entwicklung seit Jahren, dass sich Menschen herausnehmen, diese Grundwerte einer bürgerlichen Gesellschaft in Frage zu stellen. Ich bin immer sehr erstaunt, wenn dann plötzlich Leute erschüttert sind, was hier teilweise so passiert. Und deshalb ist dieses Zeichen wichtig. Weiter unterwegs sind, nachher zu den anderen Stationen, wünsche ich Ihnen natürlich eine gute Fahrt und alles Gute. Wir selber haben hier heute eine Checklist noch. Wir kommen heute Abend alle her. Im Briefkasten. Auf einmal da, Fahrt ins Blaue. Alle freuen sich. Zum Sonderpreis von 9,90 Mark. Vier Geschenke sollte es geben. Nur ein Stoß. Und an die Bahnhof fährt der Bus, der uns ins Blaue. Ich fand, die rochen alle so nach Schnaps. Aber Oma meint, das kommt vom Korea. Also mach mal 16 km/h. Wir fahren ja hier hinten 23. Also bitte 16 km/h. Thank you.
lieber Günther, der ist ja der Mann, der ja schon wieder schon in Eberswalde 2001 gemacht hat. Vielen Dank.